Hola, qué tal? Supongo que estás aquí porque estás aprendiendo español y no sabes cómo mejorar tu español. No conoces las estrategias. Wahrscheinlich bist du hier, weil du gerne Strategien kennenlernen möchtest, um dein Spanisch zu verbessern. Und ich möchte dir in diesem Video vier Strategien an die Hand geben, mithilfe derer du ganz effektiv, aber auch mit Spaß und vor allem mit wenig Zeit, dass Spanisch ganz einfach in deinen Alltag integrieren kannst und immer weiter üben kannst, ohne dass es wirklich lästig ist, du dich extra hinsetzen musst, sondern dass du es wirklich schön in deinen Alltag integrieren kannst. Bienvenido al Curso Vamos de Español. Sehr schön, dass du heute wieder dabei bist. Eine neue Sprache lernt man nicht von einem Tag auf den anderen, sondern eine neue Sprache zu lernen ist wirklich ein Prozess, den du gehst, den ich auch gegangen bin. Ich weiß ganz genau, was du durchmachst, beziehungsweise wie der Weg aussieht. Ich weiß, es ist nicht immer leicht. Und man sagt auch nicht umsonst im Spanischen, aprender un idioma no es una carrera, es una maratón. Also eine neue Sprache zu lernen ist kein Rennen, sondern es ist ein Marathon. Also es ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Es dauert. Aber wenn wir jeden Tag ein kleines bisschen dazu lernen und ein kleines bisschen mehr die spanische Sprache hören, sehen, aufnehmen, umso mehr kommen wir an unser Ziel und dann schaffst du es auch irgendwann wirklich fließend zu sprechen. Also meine Frage an dich lautet, was machst du denn schon täglich, um dein Spanisch zu verbessern? Hast du schon irgendwelche Strategien, die du schon ausführst, die du schon anwendest? Schreib mal gerne in die Kommentare unter dieses Video, was machst du denn schon, um dein Spanisch zu verbessern? Das wird mich sehr interessieren. Du bekommst jetzt von mir ganz viele Tipps und am Ende vor allem auch einige Podcast-Tipps, falls dich das interessiert. Das werde ich auf jeden Fall häufig gefragt. Und inzwischen kann ich dir da ein paar Tipps nennen. Vamos. Tipp Nummer 1, um dein Spanisch zu verbessern, ist ein Tipp für deine Aussprache. Du solltest täglich deine Aussprache üben. Wenn es nur ein paar Minuten sind, das reicht drei Minuten, aber Hauptsache, du übst das täglich ein bisschen, weil diese Bewegungen im Mund, die Spanier machen, die sind für uns Deutschen nicht natürlich. Da laufen Prozesse ab, die wir so nicht gewohnt sind und deswegen müssen wir das trainieren. Das ist auch einfach ein Bewegungsablauf, den man trainieren muss. Also auch wenn es nur drei Minuten sind, übe das. Wie kannst du das machen? Jede Vokabel, die du vielleicht online in einem Wörterbuch nachschlägst, kannst du dir anhören. Du kannst bei fast jedem Programm einfach einmal auf den Lautsprecher, auf das Lautsprechersymbol drücken und wenn du irgendeine Vokabel suchst, dann hör sie dir unbedingt auch an und sprich sie nach. Und wenn du sie dann nachsprichst, kannst du dich am besten dabei auch aufnehmen. Und dann kannst du einfach diesen Ton von dem Programm mit deiner Aufnahme einmal vergleichen. Und hör da auch genau hin, hast du die gleiche Silbe betont? Hast du das R gerollt? Hast du gelispelt, wo man lispeln muss? Das sind so Fragen, die du dir stellen kannst, wenn du deine Aufnahme mit dem Ton oder der Aufnahme des Programms vergleichst. Such dir ein gutes Übersetzungsprogramm raus und vergleiche mal das Gesprochene. Tipp Nummer 1, bleib unbedingt dran an deiner Aussprache. Ist unglaublich wichtig. Du kannst dir nicht nur selber etwas aufnehmen im Handy, sondern du kannst beispielsweise mit einem Freund, einer Freundin auch Sprachnachrichten hin und her schicken und dir das einfach mal anhören. Vale? Muy bien! Wenn du die Regeln für die Aussprache, für die Silbenbetonung, für die Aussprache der einzelnen Buchstaben nicht kennst, dann möchte ich dir wärmstens die Bamos Akademie empfehlen. Die Bamos Akademie ist eine Online-Lernplattform und enthält einen kompletten Aussprachekurs, der heißt ausgesprochen gut und in diesem Aussprachekurs lernst du die Regeln kennen für die Silbenbetonung. Welche Silbe eines Wortes wird betont im Spanischen? Und wie werden die einzelnen Buchstaben wann ausgesprochen? Das führt dazu, dass wenn du ein komplett fremdes Wort siehst, das du noch nie vorher gesehen hast, du dir herleiten kannst, wie man es ausspricht. Und du wirst immer Wissen, wie man es ausspricht. Wenn dich das interessiert, hier oben kommst du zur Warteliste für die nächste Runde Vamos Akademie. Im Oktober nehme ich neue Teilnehmer auf und du könntest da schon dabei sein, wenn du auf der Liste stehst. Consejo número dos para mejorar tu español. Schreibe jeden Tag ein paar Wörter oder im besten Fall ein paar Sätze auf Spanisch. Was könntest du beispielsweise schreiben? Mach's dir ganz leicht im Alltag. Du könntest zum Beispiel ein Tagebuch führen. Du könntest ein Dankbarkeitsbuch führen. Wir alle wissen, glaube ich, inzwischen, wie wichtig es ist, uns immer wieder in den Kopf zu rufen, wofür wir an dem Tag dankbar sind. Du könntest zum Beispiel jeden Tag, jeden Abend drei Sätze schreiben. Gracias por. Danke für. Und da kannst du sowohl Vokabeln üben als auch die Rechtschreibung üben und kannst einfach so durch das Schreiben einfach dir die Vokabeln auch besser merken und das Ganze anwenden. Und im besten Fall sprichst du es dann auch noch aus, dann hast du auch noch die Ausspracheübung angewandt und schlägst zwei Fliegen mit einer Klappe. Du kannst aber nicht nur ein Dankbarkeitstagebuch führen, du kannst auch deine Einkaufsliste auf Spanisch führen. Super einfach eigentlich, oder? Du schreibst sie wahrscheinlich sowieso. Schreib sie doch einfach auf Spanisch oder deine To-Do-Liste. Viele von uns schreiben täglich To-Do-Listen. Was muss ich heute machen? Schreibst doch einfach auf Spanisch. Es dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, weil du ein paar Wörter nachschlagen musst, aber du lernst automatisch neue Wörter und zwar auch genau die, die du täglich brauchst, nicht irgendwelche, die du nie wieder brauchst, sondern wirklich die wichtigen. Und brauchst gar nicht so viel mehr Zeit, weil du die To-Do-Liste ja sowieso schreibst. Also, das wären jetzt sogar noch ein paar Tipps, aber wichtig, Aussprache üben und das Schreiben unbedingt üben. Vale? Perfecto. Consejo número tres. Habla con la gente. Sprich mit den Leuten. Natürlich, wir müssen die Aussprache üben, das können wir alleine machen. Schreiben können wir alleine machen. Aber so richtig, in der richtigen, authentischen Situation sind wir einfach, wenn wir mit anderen Menschen sprechen. Wie kannst du das jetzt in Deutschland machen? Es gibt Internetforen, um auf Spanisch zu sprechen. Es gibt zahlreiche Facebook-Gruppen, die sich darum kümmern, das Spanisch zu üben oder einen Tandempartner zu finden. Das wäre auch der dritte Punkt. Such dir einen Tandempartner. Da gibt es super tolle Angebote online, wie du einen Tandempartner finden kannst. Ja, also such dir unbedingt jemanden, mit dem du täglich kommunizierst. Und auch wirklich das eine ist das schriftliche, aber gesprochen ist einfach immer noch mal ein bisschen eine andere Hürde, weil wir es auf die Zunge bringen müssen. Und nicht ganz so viel Zeit zum Überlegen haben. Deswegen müssen wir immer beides üben. Schreiben, aber unbedingt auch sprechen. Was das Sprechen anbelangt, dafür gibt es übrigens in der Barmos Akademie das Akademie Café. Das ist ein komplett geschützter Raum, in dem du, wenn du in der Akademie dabei bist, jederzeit mit den anderen Akademieteilnehmern dich kurzschließen kannst und in einen Videochat treten kannst. Also das ist etwas, das auf jeden Fall ein super ja, eine super Bereicherung für die Akademie auch ist und mir speziell auch super gut gefällt, weil man jederzeit einfach mit jemandem in einen Call gehen kann und miteinander sprechen kann. Und das ist so, so wichtig. Also wenn du sagst, ja, ich würde auch super gern jederzeit mit jemandem ins Gespräch kommen, der vor allem in meiner Situation ist und auch gerade Spanisch lernt und wo ich vielleicht auch nicht so Angst haben muss. Dass der einfach nur viel zu schnell spricht, so dass ich gar nichts mehr verstehe. Also da sind wir wirklich auf selbem Niveau. Keiner braucht irgendwie Angst haben, aber trotzdem lernt man super viel voneinander. Also ich verlinke dir hier nochmal mal die Warteliste, denn im Oktober geht's wieder los und dann erst wieder ein halbes Jahr später. Deswegen ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich auch bald im Akademiecafé im Videochat sehen könnte und consejo número cuatro para mejorar tu español vierte tipp um dein spanisch zu verbessern konsumiere so viel wie möglich die spanische sprache aufnehmen und im nebenher einfach hören wie kannst du das machen es gibt natürlich radiosender die du auch in deutschland empfängst ich blende sie dir hier gerne ein es gibt zahlreiche musik ich habe übrigens schon ein Video zu den besten Liedern, um Spanisch zu lernen, gedreht, also auch veröffentlicht. Du kannst gerne mal nachschauen in meiner Playlist die besten Lieder, um Spanisch zu lernen. Dann gibt es natürlich Podcasts. Da schreibe ich dir auch hier einmal die Empfehlungen auf, drei Podcasts, die sich gut eignen, um Spanisch zu lernen. Du kannst Blogbeiträge lesen, natürlich auch Bücher. Ich habe dir auch schon mal ein Video gedreht zum Thema die besten Bücher zum Spanisch lernen. Schau auch da gerne mal vorbei und schau einfach, dass du so viel wie möglich nebenher hörst und aufnimmst. Genauso natürlich auch Serien. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Also schau einfach mal auf meinem Kanal in der Playlist ähm, Lerntipps vorbei. Da findest du wirklich alle Empfehlungen von mir. Und kannst einfach schauen, dass du jederzeit so viel wie möglich in jeder Pause und es sollte einfach auch Spaß machen, damit man dran bleibt und ich denke, da ist wirklich für jeden was dabei. Konsumier so viel wie möglich Spanisch. Jetzt taucht hier gleich ein Fenster auf, da kannst du dich unverbindlich auf die Warteliste der Bamos Akademie schreiben. Dann bekommst du einfach Bescheid, wenn wir starten und kannst dich entscheiden, ob du dabei sein möchtest. Du bekommst übrigens in der Bamos Akademie auch Zugang zu unserer exklusiven Spotify-Playlist, also wo wir es gerade von Spanischliedern hatten. Da sind ganz viele tolle Lieder drauf, mithilfe derer du Spanisch lernen kannst. Und jetzt empfehle ich dir noch dieses Video anzuschauen. Da lernst du nämlich, in welcher Reihenfolge du welches Spanisch-Thema lernen solltest. Wenn du noch am Anfang stehst oder relativ, ist das super interessant zu wissen. Wann muss ich eigentlich was lernen? Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos pronto. Hasta luego. Ciao.